Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute habe ich ganz geile News für euch, denn ihr kennt ja bestimmt noch Edo Jascha. Schau nicht zurück, sei bereit. Jeden Augenblick, denn du hast dich mit jedem Schritt. Du bist bereit, diesen Test zu bestehen. Ja, Edo Jascha war richtig geil, aber ist irgendwie ja nie wirklich zum Ende gekommen. Und nun hat KC natürlich Anfang des Jahres schon Bescheid gegeben, dass sie gesagt haben, wir releasen noch die anderen Folgen. Die gibt es dann auch zu kaufen, auch mit neuer deutscher Synchronisation. Diese unter Dominik Auer in der Rescue-Film in München wird das Ganze, also unter seiner Regie steht das Ganze und wird dann veröffentlicht jetzt demnächst. Es kommen 3 Volumes raus. Die erste Volume enthält die Folge 105 bis 135 und diese wird am 27. Juli diesen Jahres zu kaufen sein. Der nächste Release ist dann schon im Oktober 2018 und im Frühjahr nächsten Jahres, also 2019, soll dann die 3. Volume und der Final Act rauskommen. Habt ihr eigentlich Inuyasha angeschaut? Also ich fand das schon immer richtig geil und ich finde, die Wartezeit war schon extrem lang jetzt bei Inuyasha und eigentlich war es schon echt eine hammergeile Serie. Also die, ihr wisst doch Bescheid, fliegt durch die Zeit. Oh Gott, ja, war das gut. Habt ihr auch richtig Bock auf Inuyasha und werdet ihr euch das besorgen? Stimmt doch mal hier ab und schreibt kräftig in den Kommentaren. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt und wir hören uns demnächst. Sayonara, ciao!